Hallo liebe Android-Pit-Leser, heute zeige ich euch, Erik Herrmann vom deutschen Team, wie ich mein Nexus 4 repariere, was ich neulich kaputt gemacht habe. Und zwar beginnt das damit, dass wir hier unten am Boden die Schräubchen lösen und damit dann die Rückseite von der Front lösen können. So. Ein magnetischer Schraubendreher wäre hier sehr hilfreich. Haben wir auch, Gott sei Dank. Dazu entfernen wir erstmal mit einer Nadel den SIM-Karten-Slot, denn der ist mechanisch ein wenig verankert mit dem ganzen System hier. Und erst danach können wir weiter hebeln. So. Ist ungefähr so schwierig, wie man sich es vorstellt. Auch der Knopf muss unter der Verschalung durch. Ist einiges an Kraft notwendig. Tut mir auch ein bisschen weh, was ich hier machen muss. Ich wende eigentlich an solchen filigranen Objekten ungern so viel Kraft an. Das ging genauso leicht, wie ich mir gedacht habe, dass es gehen würde. Also die Spannungen an den Seiten hier sind doch schon ordentlich gespannt. Es soll ja auch nicht aus Versehen auseinanderfallen. Gut. Der nächste große Schritt ist, die ganze Technik, die wir in dem alten Gehäuse drin haben, in das neue Gehäuse zu verfrachten. Das neue Gehäuse habe ich übrigens in eBay bestellt. Für 50 Euro kann man sich das aus England zukommen lassen. Da ist die Glasscheibe, das Display und ja, eben die komplette Front des Gehäuses richtig drin. Und deswegen müssen die Hauptplatine und die Nebenplatine und der Akku komplett hier rüber wandern. Und dazu müssen wir noch mehr Schräubchen lösen. Da beginnen wir hier mit der Platinenhalterung. Das sind sehr, sehr, sehr feine Kreuzschrauben. Auch diese sind Teil dieses Reparatursets, wo auch das kleine plektrummäßige Hebelchen dabei war. Die Schräubchen sind teilweise sehr, sehr fest gedreht. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht zu oft aus den Kerbungen herausrutscht, denn sonst werden die werden diese relativ schnell verleiert. Ein wenig konnte ich mir den auseinandergebauten Anblick des Nexus 4 schon ansehen. Es gibt eine englischsprachige Internetseite, die heißt iFixit. Da werden ständig neue Geräte, ob Waschmaschinen oder Handys oder was auch immer, eben Konsumgüter auseinandergenommen und Schritt für Schritt fotografiert. Und da kann man sich schon die ein oder andere Überraschung nehmen beim Demontieren und Selbstreparieren. Aber die Arbeit muss man dann am Ende doch selber machen. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen nervös. Es kann ja doch einiges kaputt gehen. So, so langsam löst sich das. Kostet auch nicht viel Kraft. So, jetzt ist die Verschalung gelöst. Jetzt haben wir hier die blanke Platine. Dann schaue ich noch einmal, ob das noch irgendwo verschraubt ist und ich das noch nicht gesehen habe. Sieht aber ganz gut aus. Dann müssten wir
da unten die Platine gehört auch noch dazu. Die ist hier mit dem oberen Stück verdrahtet. Wenn ich jetzt also das hier loslöse, dann kann es passieren, dass ich ein paar Drähte abreiße. Der untere Teil ist über eine Spange hier unten eingeklemmt. Da muss ich entgegenhebeln. Gut. Lediglich eine Verschalung, eine weitere. So, und hier unten ist auch schon die kleine USB-Tochterplatine. Da können wir da drin befindet sich auch das, die LED. Da können wir den Stecker hier lösen. Jetzt löse ich die Anschlüsse des Displays und werde versuchen, die Platine von oben zuerst abzulösen, da es sich als der einfachere Ansatz erweisen kann. Das sind winzige, vielpolige Anschlüsse, die direkt auf der Platine anliegen und die hier an weiteren Kühlbausteinen verklebt waren. Die werden aber jetzt nicht mehr nötig sein. So. Das Motherboard verlässt das Raumschiff Nexus. Jetzt müssen wir doch die anderen Schräubchen da unten lösen. Wir sind schon längst über den Punkt ohne Rückkehr hinaus. Ich habe also keine Wahl, als das jetzt zu schaffen. Okay. Also dem Verlauf des Kabels nach zu urteilen, ist es das, was zur Batterie führt. Mit viel Geschick können wir es machen, ohne die Platine von der Batterie zu trennen. Prüfen wir mein Geschick. Die Batterie ist an denselben Stellen verklebt wie hier, ist zumindest anzunehmen, sodass ich auch sie mit etwas Kraft aus dem Gehäuse heraushieven muss. Dabei darf ich sie allerdings nicht zu stark verbiegen, denn sonst kann es passieren, dass ich sie beschädige und sie anfängt zu brennen. Machen wir mal weiter mit diesem Spatel, auch wenn er aus Metall ist. Aber er ist sehr flach und ich kann sehr vorsichtig hier drunter herfahren und eventuelle Verklebung damit lösen. Es wird nicht spontan heiß, das heißt also, ich habe es nicht punktiert. Das Knacken war wirklich nur das Geräusch des Klebers, der sich plötzlich löst. Ich werde jetzt sanft weiter hebeln. Wirklich mit viel Geduld. Auf keinen Fall schnell biegen. Sobald man hier oben eine Falte sieht, sollte man sofort aufhören zu biegen. Ich sehe, wie sich hinten eine Kleberschicht löst. Also diese typischen Fäden. Ich weiß nicht, ob man das gut von der Kamera aus sieht. Diesen Schritt sollte man auf keinen Fall übereilen. Das hat funktioniert. Ist alles in einem Stück. Nichts ist zu heiß geworden. Alles ist gut. Dann können wir hier die restliche Platine weiterhebeln. Aber jetzt hängt das eigentlich nur noch an den Steckerchen, die überall aus verschiedenen Richtungen nach der Platine greifen. Und ihre Mutter nicht loslassen wollen. Und jetzt allmählich kommt es gut. Jetzt schaue ich noch, was hier unten hängt. Nichts.
Das war aufregend. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu den Teilen, die da drunter sind. Die können wir auch gleich eins zu eins verschiffen. So, hier die lauter leiser Kontakte. Die klemmen wirklich sehr fest im Chassis. So. Okay, das hat sich als der beste Move herausgestellt. So, jetzt dürfen wir die natürlich nicht drehen. Also wer es wissen möchte, hier steht eine Zahl dran und die ja. Ja, das muss man nicht wissen. Die Wippe geht nur in genau eine Form in die vorgesehene Halterung. So. Hier mache ich das gleiche, also ich presse von oben und kann es herausrotieren. Dann fällt es raus und ab in die neue Packung. Dann haben wir hier noch den Klinkenstecker. Da sehe ich jetzt nicht, wie der mit dem Gehäuse verschraubt sein soll. Den werden wir einfach rausreißen können. Damit meine ich natürlich vorsichtig heraushebeln. Ich schaue ab und zu hier in dem neuen Chassis nach, ob irgendwelche Verklebungen dafür vorgesehen sind, aber ich sehe keinerlei Arten der Halterung. Weiß also nicht sofort, warum der Klinkenstecker so super fest in dem alten Gehäuse sitzt. Also es war mit Komponentenkleber angeheftet. So. Und ab in die neue Heimat. So, dann hier die Tochterplatine. Auch diese ist angeklebt. iFixit hat dem Nexus 4 eine gute Note für die Reparierbarkeit gegeben. Ich weiß nicht genau warum. Die unmöglichsten Komponenten sind hier angeklebt, sodass man, wenn man nicht mit viel Geduld, sehr ruhigen Händen und am besten der Erfahrung von 10 bisherigen Reparaturen inklusive 3 kaputtgemachter Handys daran geht, eine ziemlich hohe Chance hat, sein Gerät in ein Recyclingprodukt zu verwandeln. Das müssen wir jetzt versuchen, genau in die gleiche Position zu bringen, da die vorgesehenen Anschlüsse sonst nicht mehr passen werden. Denn besonders viel Spiel hat man sich da nicht gelassen. Muss man ja auch nicht. Es ist ja gar nicht vorgesehen, dass wir das machen können, was wir hier tun. Wir haben also jetzt das alte Chassis komplett nackt gemacht. Es ist alles draußen, was rausgehen kann. Lautsprecher, Knöpfe, Platinen, Akku, alles ist weg. Das kann also jetzt über den Jordan gehen. Die neue Platine hat bereits die Knöpfe drin. Jetzt fehlt nur noch der Akku und die Hauptplatine, das Daughterboard, haben wir auch schon drin. Schön. Jetzt müssen wir hier noch diesen Streifen lösen, der verhindert, dass sich irgendwelche zufälligen Gegenstände mit dem Gehäuse verkleben. Und jetzt kommt der Moment der Hochzeit. Akku noch ohne viel Druck, damit wir ihn leicht wieder lösen können, wenn er nicht ganz perfekt sitzt, so wie er es jetzt gerade tut. Verdreht sich leicht,
ist etwas zu hoch in der Packung. Jetzt passt es schon besser. Hinten ein wenig Gespiele mit den Anschlüssen für das Display. Gar nicht mal so leicht. Unten gleichzeitig das Daughterboard, der Anschluss. Kommen auch in die Quere. Also die Landung doch einigermaßen knifflig, aber machbar mit viel Geduld. Gut. Es wird, es nimmt Gestalt an. So, hier an der Seite haben wir noch die Feder von dem SIM-Karten-Slot. Die müssen wir jetzt hinter den Gehäuserand boxieren. Die blockiert hier noch ein wenig. So, jetzt liegt das hier schon glatt drin. Kann man schon schön glatt anpressen. Hier sind wir noch nicht ganz so glücklich. So langsam betten sich alle Komponenten in ihre designierten Positionen. Das Display anschließen. Touchscreen anschließen. Klinkenstecker. Dran. Und den SIM-Karten-Slot reinhebeln. Wunderbar. Daughterboard, USB-Port, LED angeschlossen. Auch dieses Kabel nicht vergessen. Wenn jemand von euch jemanden kennt, der sehr, sehr dünne Finger hat, kleine Hände, gebt ihm diese Aufgabe. Kann nur besser funktionieren. So, jetzt bringen wir die ganzen Schrauben wieder an ihren Platz. Also getrost schließen. Oben will es nicht ganz einrasten. Zack, sehr schön. Hier geht alles. Am besten mit erst zumindest am Anfang so viel Fläche wie möglich. Wenn ich nur an einem Punkt die Kraft aufbringe, kann es passieren, dass ich das Display gerade wieder breche und dann müsste ich von vorne anfangen. Darauf habe ich aber gar keine Lust. So, dann machen wir die beiden Schräubchen auch noch rein. In der Zeit können wir das Gerät schon einschalten, wenn es denn geht. Ja. Ich hatte das jetzt eine Woche nicht in Betrieb. Es kann passieren, dass der Akku nicht hält. Probiere ich also später und werde berichten. So. Mein kleiner Kraftakt hat diverse Spuren hinterlassen. Man sieht im Gerät an, dass es geöffnet wurde. Aber 50 Euro dafür, dass es wieder funktioniert und ich kein neues kaufen muss, halte ich immer noch für einen fairen Deal. Auch wenn jetzt der Wiederverkaufswert wahrscheinlich nicht mehr derselbe sein wird. Ja. Manche Kanten lassen sich einfach nicht mehr sauber schließen. Der USB-Port ist etwas eingerutscht.
Voilà, fertig ist mein neues Nexus 4. So, ich habe jetzt mal ein Ladegerät angeschlossen, um zu gucken, ob das Handy wirklich startet. Das LED sieht auf jeden Fall schon leicht anders aus als beim Original. Display-Funktion, sehr schön, sehr schön. Aber so weit ging mein altes Display auch noch. Richtige Reparatur haben wir erst, wenn wir wissen, ob das Touchscreen funktioniert. Also, wir haben das Gerät jetzt 5% geladen und ich versuche jetzt mal zu booten. Jawohl, es hat vibriert. So, da kommt auch schon mein L-Theme. Mit dem schrägen Lichteinfall sehe ich auch schon das Touchpad. Freue ich mich drauf. Endlich wieder Touchbedienung. Unfortunately, Trebuchet has stopped. Ja, das interessiert mich heute nicht. Also softwaremäßig ist irgendwas nicht in Ordnung, aber das Display funktioniert. Ich kann wieder drücken, es zeigt Dinge an. Dann schaue ich mal, wie sich das noch entwickelt. Vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß beim Nachmachen. Macht's nicht nach.